Jean, du brauchst nicht in den inneren Distrikt zu gehen. Denn in deinem Spatzenhirn geht es schon gemütlich zu. Ich werde die Titanen ausrotten, ohne einen einzigen übrig zu lassen. Und das Gefängnis dieser Mauern sprengen. Denn das ist mein Traum. Ich bin ein Krieger. Und darum werde ich alle Titanen vernichten, die sich uns in den Weg stellen. Ach ja, und wie will ein Toter sprechen? Die Mauer Maria musste aufgegeben werden. Die Menschheit verlor ein Fünftel ihrer Bevölkerung und ein Drittel ihres Territoriums. Ihren Lebensraum zog sie bis hinter die Mauer Rose zurück. Warum muss ich mit ansehen, wie meine Freunde gefressen werden? Und bei euch ist es doch auch immer das Gleiche. Es war doch schon immer eure Aufgabe, sich um den Bengel zu kümmern, wenn er wieder irgendwas Dummes angestellt hatte. Mitgefangen, mitgehangen. Ja, denn ich bin ein ehrlicher Zeitgenosse. Ich behaupte mal, das ist besser als ein Halbstarker, der den Helden spielt, sich in Wahrheit aber vor Angst in die Hosen scheißt. Halt einfach die Klappe, du Penner! Eine Scheißkleidung ist mir egal, ich bin neidisch auf dich! Ich nehme alle hier verbliebenen Rekruten als neue Mitglieder in den Aufklärungstrupp auf. Dies hier ist ein aufrichtiger Gruß, Soldaten. Gemeinsam opfern wir unsere Herzen. Ihr beiden stammt doch aus dem Bezirk Shiganshina, nicht wahr? Dann wisst ihr doch ganz genau, wie furchterregend die Titanen sind. Warum wollt ihr trotzdem Soldaten werden? Glaubst du echt? Irgendwer von uns würde freiwillig Menschen töten! Aufhören bitte, alle beide! Ich weiß, wir alle sind mit den Nerven am Ende. Unsere Freunde werden wie Tiere abgeschlachtet, aber wir müssen zusammenhalten. Ich wurde auf einem kleinen Bauerngut im nördlichen Teil der Mauer Rose geboren. Conny Springer! Ich stamme aus Ragako im Mauer Rose Südbezirk. Moment! Wo sind Rainer und Berthold? Die beiden tragen kein 3D-Manöverapparat. Wo immer sie sind, bringt sie zurück. Ich flehe euch an! Ach, Niall. Ist dein Hirn etwa so dürftig wie dein spärliches Bärtchen? Wie es scheint, hast du keine Ahnung, was gerade vorgeht. Scheiße. Völlig eingesaut. Der Spaß geht noch weiter, du Wichser! Denn nur die 10 Besten erhalten das Recht, in die Militärpolizei einzutreten und so in den inneren Distrikt zu gehen. Die einzigen, die das hier ernst nehmen, sind Idioten wie ihr. Oder dumme Kinder wie die da drüben. Ich will in meine Heimat zurückkehren, die mir genommen wurde. Das ist alles, was für mich noch zählt. Ich werde zurückkehren, um jeden Preis. Ja, es ist soweit! Wir zeigen es hier und jetzt! Ich stamme aus Daupa im Mauer-Rose-Südbezirk. Ich bin Sascha Braus. Euer Brot. Ja, lass es uns aufteilen. Wir schneiden es in Scheiben und spielen Butter drauf. Marco Bott, ich stamme aus der Stadt Jinai im Mauer-Rose-Südbezirk. Ich will der Militärpolizei beitreten und dem König mein Leben opfern. Es ist hoffnungslos. Es sind zu viele. Wir werden es nicht aus der Stadt rausschaffen und hier zugrunde gehen. Er war Erwins Vorgänger. Der 12. Kommandant des Aufklärungstrupps. Auch wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wunderbar! So können wir Titanen töten, ohne dass Soldaten gegen sie kämpfen müssen. Das ist die Geburt des höllischen Henkers, der den ganzen Tag Titanen hinrichten wird! Ha! Wir haben's geschafft, Erin! Meine Christa, wie sie lebt und lebt. Bitte heirate mich, wenn diese Operation vorbei ist, ja? Denn der Feind hat sich perfekt verschanzt, da kommen wir nirgends rein. Dazu kommt noch das Unterstützungsfeuer der Kanonen auf der Festung. Und wenn wir einfach hier stehen bleiben, werden bald Granaten auf uns niederregnen. Tut mir leid, aber wer seid ihr? Beziehungsweise Nanu? Bin ich nicht gerade eben noch durch die Luft geflogen mit Klingen in der Hand? Wusch, ganz schnell. Und hab die Zahn. Wahnsinn! So was Köstliches habe ich noch nie gegessen! Dass es auf dieser Welt tatsächlich jemanden gab, der stärker war als ich, hätte ich nie gedacht. Das war also einer dieser Titanen. Sie existierten tatsächlich. Wäre mir bewusst gewesen, dass dies der Preis der Freiheit ist, hätte ich ihn nicht gezahlt. Carla, es gibt keine Worte, die es vermögen, den menschlichen Forschungsdrang zu unterdrücken. Ui, erschreckend, wie sehr ihr euch verändert habt. Euer Gesichtsausdruck ist ganz anders. Oder seid ihr Leute, die gemeinsam mit dem guten Keith Shades hier und seinen altmodischen Konventionen Selbstmord begehen? Ihr und ich, wir unterscheiden uns in der Entschlossenheit, das Schicksal aller Eldia auf mich zu nehmen
und die Teufel auf dieser verfluchten Insel restlos auszulöschen, die uns das Leben zur puren Hölle machen. Dazu bin ich fest entschlossen. Ach komm, Sophia! Meinst du im Ernst, das könnte man von diesen Deppen erwarten? Dieser unfähige Abschaum hat ganze 4 Jahre gebraucht, um die Seeherrschaft zu erlangen. Und ihre Heldentat kam auch erst zustande, nachdem sie sich die Hälfte ihrer Schiffe haben versenken lassen. Ach, ich schätze, mein Verstand kommt einfach nicht gegen euch an, werter Graf. Wenn Sie in Kürze wieder zurückkommen, dann müssen Sie ziemlich genau in der Mitte zwischen hier und dem Bezirk Chlorwa umgekehrt sein. Hey, du da. Was machst du da? Ich rede mit dir, du Hohlbirne! Was zum Teufel machst du da? Sag mir, was bedeutet dir dieser Bengel? Er hat sich doch schützend vor dich geworfen! Ist er jemand, der dir teuer ist? Ich hatte auch jemanden, der mir wichtig war. Und zwar eine Eldia, ein Abkömmling des Teufels. Tja, unser allmächtiger Schöpfer hat sich eben gedacht, es ist doch viel spannender, wenn es unterschiedliche Leute gibt. Dasselbe gilt auch für euch, das Volk Ymirs. Wir alle existieren, weil sich das jemand so gewünscht hat. Sie waren von Anfang an in der Defensive. Sie sind mit Hilfe ihrer 3D-Manöver hier eingedrungen. Also werden sie nur begrenzt Waffen und Treibstoff mitführen. Wäre ich derjenige, der damals vor 9 Jahren den Gepanzerten geerbt hätte, wäre es nie zu all dem gekommen. Und auch mein älterer Bruder hätte sich nicht von einem der dortigen Titanen fressen lassen müssen, als er dich beschützte. Entschuldige. Bitte verzeih mir. Du wärst wahrscheinlich gar nicht als Krieger auserwählt worden. Doch ich habe dich in den Himmel gelobt und meinen Bruder schlecht geredet. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber Hitch hat mir eine Predigt gehalten. Ich wäre ungeeignet und solle mich nicht so brüsten. Und sie meinte, wenn ich in der Militärpolizei bliebe, könnte ich ordentlich absahnen. Oh, bitte verzeihen Sie, unser Dummkopf scheint Sie unnötig belästigt zu haben. Wir werden ihm eine scharfe Lektion erteilen. Den 14-jährigen Dirk und die 12-jährige Ebel erschlug er mit der Hand. Die 10-jährige Florian zertrat er mitsamt meiner Frau. Und zum Schluss zerquetschte er meinen ältesten Sohn Ulklin in seiner Faust. So glaubt mir doch. Die kleine Annie ist garantiert wohlauf. Sie wird gewiss nicht gefoltert. Das Ganze ist doch wirklich schwer vorstellbar. Ihr seid doch Krieger, die Marley die Treue geschworen haben. Also tut gefälligst das, was ich euch sage. Dies ist eure Chance, euch um unsere Heimat verdient zu machen. Das gilt für alle 800 hier anwesenden Eldia. Den Wunsch, die Eldia auszurotten, verstehe ich nur zu gut. Allerdings habe ich eine Lösung für dieses niemals enden wollende Problem gefunden. Dass wir hier außerhalb der Mauern so gemütlich und unbeschwert Tee trinken können, bedeutet das womöglich, dass sie die Titanen auf dieser Insel allesamt getötet haben? Eine Expedition hinter die Mauern, um dort Versorgungsstützpunkte einzurichten in nur 30 Tagen? Und wir nehmen auch noch Rekruten mit, die ihre Ausbildung frisch abgeschlossen haben? So viele Menschen sind gestorben! Zehntausende von ihnen wurden gefressen! Wir haben über 1/5 der Bevölkerung verloren. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Wir können sie nicht besiegen. Es scheint fast so, als würden die Titanen überlegt und strategisch handeln. Es ist, als hätten sie von Anfang an nur mit uns gespielt. Dieser Titan ist immer und zu jeder Zeit weitergegangen, stets auf der Suche nach Freiheit. Er hat nie aufgegeben und für die Freiheit gekämpft. Ich habe es dir nie erzählt, aber ich hatte damals einmal eine Familie. Ich war noch sehr jung und naiv, weshalb ich meine Armbinde abgenommen hatte. Ich habe verborgen, dass ich ein Eldia war, mit meiner Frau zusammengelebt und ein Kind gezeugt. Nein! Du bleibst gefälligst hier! Was du hier tust, ist ganz offensichtlich ein Aufstand gegen die Krone! Leg deine Ausrüstung wieder ab, Erwin! Sasha, ich weiß, du bist manchmal ein bisschen feige. Doch ist es für dich denn wirklich so schwer, unseren Wald zu verlassen und dich anderen Menschen zu stellen? Das würde nicht gelingen. Nein, nicht bei ihm. Ich vermute, du bist ein Nachkomme der Familie Ackermann, korrekt? Und wenn das stimmt, dann hat er seinen ganz eigenen persönlichen Grund, weshalb er mich angegriffen hat. Das gehört sich aber nicht, mit laufender Nase zu sprechen. Du musst dich schon etwas mädchenhafter benehmen als junge Dame. Hier, schneid's mal.